jetzt schießt mich Potter noch und Potters noch ein paar Mal ab. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Das ist ja selber schuld. Boah, dieser Sainz, Alter, der steht ja hier richtig. Aber ich komme jetzt irgendwie auch trotz den roten Reifen nicht wirklich nach vorne. Ja, hast du denn vor dir so einen, der dich auffällt? Ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,4 Sekunden. Ja, ich bezweifle es übrigens, dass ich mit den Reifen hier mit der Strategie das Rennen beenden kann. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch einmal mehr in die Box. Du meinst, dass du mit den Reifen die Strategie halten kannst? Ja. Das bezweifle ich massivst. Also die roten, die ich gerade gekriegt habe, die sind jetzt auch quasi schon wieder fertig. Bin auf Rang 20, muss jetzt in zwei Runden dann schon wieder Reifen wechseln. Ich meine, wir sind jetzt hier in der 13. Runde, ne? Also noch nicht mal die Hälfte von. Puh. Wird eng. Ja. Wenn meine Reifen halten bis Runde 16 oder 15 und ich dann die weißen nehme, der nächsten Gerade stelle ich mir ein, dass ich beim nächsten Stop die Weißen kriegen soll. Das könnte dann mit etwas Glück dann hinhauen, dass ich wenigstens nicht noch zwei Stops machen muss. Also übrigens in der Kurve vor der Zielgeraden. Kannst du so perfekt überholen. Das ist alles kein Problem. Übrigens erst das Raikönen, ne? Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,6 Sekunden. Tja, den Raikönen hatte ich schon hinter mir gelassen vor meinem Unfall. Wieso kann er auf einmal erster sein? Weil die alle anderen in der Box gefahren sind und er noch nicht, oder wie? Ja, der ist halt auch auf Weißen unterwegs, ne? Aber der wird ja jetzt wahrscheinlich bald in die Box kommen. Der wird vermutlich eine Zweistopp-Strategie haben. So, jetzt noch eine Runde draußen zu bleiben, ist vielleicht bereits das absolute Risiko. Boxenstopp. Wie viel Prozent? Mit 70% bin ich gerade an der Box vorbeigefahren. Oh, das ist heftig. Das ist eng. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Aber jetzt ist also, nachdem die Strategie geendet wurde, wäre auch jetzt erst das Boxenstoppfenster offen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich versuche jetzt zu reifen schon, wie es geht, zu fahren, indem ich in den Kurven 0,0 Gas gebe.
Ja, mit 79 Verschleiß fahre ich jetzt in die Box. Hat hingehauen. Oh nein! Ach Gott, ich bin so scheiße blöd. Der Frontflügel ist... Ich dachte nicht, du bist schon wieder gegen die Box gefahren. ...einen deutlichen Abtriebverlust. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative... Nee, sag ich nicht. Doch, sag, du bist schon wieder gegen die Box gefahren. Sag es, komm, sag es. Alter, ey. Weißt du was, wenn wir das zu Ende haben, dann können wir eine Compilation machen, wo du im Rennen gegen die Boxen besser fährst. Das ist unglaublich. Ich meine, sagen wir mal so, China ist nicht unbedingt das Leichteste, in die Box zu fahren, ne? Ja, aber wenn man halt gar nicht nach links lenkt, dann hat man ein Problem. Alter, das ist sowas voll heftig. Los. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ich muss sagen, ich krieg den Raikön hier noch nicht, ne? Aber so. Ich hoffe ja, dass er irgendwann an die Box fährt. Ich bin auf meinen letzten Reifen. Oh, der ist aktiv und dann überholen wir ihn. Alter, der wollte mich hier fast von der Strecke drängen. Was ein Schwein. Du überrundest mich gleich. Echt? Bist du der Letzte? Ich habe dich gerade auf der Minimap hinter mir gesehen. Oh Mann. Was du für eine Scheiße im Rennboss, das ist echt schon herrlich. Vielleicht sollten wir uns in Team Chaos umbenennen. Ein Fahrfehler, das hat sich so aufgeschaukelt. Ich lag ja super im Rennen, es war ja alles super. Jetzt solltest du vorm Rennen nochmal ein Dextro-Energie nehmen. Das hilft vielleicht. Ich habe beim Start zwar zwei, drei Plätze verloren, aber ich hatte die wieder reingeholt. Jetzt liegt ein McLaren vor dir. Und... Ja, und die großen Namen habe ich auch alle vernascht. Übrigens, ne, guck dir mal das Wetter an. Fällt dir was auf? Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Es sollte nicht regnen. Ja, das sagen sie jetzt, ey. Okay, ich wette mit dir, das geht noch los. Und wie das jetzt hier schon aussieht. Sekunden. Willst du den Witz hören? So, komm, hau raus. Ich bin auf 22. Weißt du, das ist kein Witz. Weißt du, wie viel Abstand ich auf die 21 habe? Oh, Raikön in der Box. Nee, sag mal, eine Minute oder was? Nee, aber eine halbe. Vielleicht sollte man nicht sagen, Let's Play Formel 1, sondern Let's Play Kaffeefahrt oder sowas. Ja, halt doch die Schnauze, ey. Oder Let's Play Vermessung der Formel 1 Strecke oder so. Ja. Sightseeing-Tour in China. Ja. Hier wird sich jede Wand genau angeguckt. Wenn es nicht so traurig wäre, aber... Das Problem ist ja leider, wir werden für die Teamwertung dann natürlich ganz schön runterfallen, ne? Aber was willst du machen? Also ich lag echt gut. Es lief wirklich gut. Da kann man nicht sonderlich meckern. Dann ein Fahrfehler. Und das Spiel bestraft gnadenlos. Das war aber dann wahrscheinlich schon ein deutlicher Fahrfehler, oder? Es war ein leichter. Und hätte ich Depp einfach mal die Bremse in die Bremse gehauen und nicht versucht mit Hardgas die Karre wieder einzufangen, dann wäre das auch nicht so weit gekommen. Naja, muss man ganz klar sagen. Ich hab das Rennen weggeworfen. Treppchen wäre da gut drin gewesen. Aber auch nur, wenn es nicht regnet. Ich sag's dir, weil mit dem Regen, da kannst du dir echt nicht sicher sein. Also, ehrlich, guck dir mal an, wie das Wetter jetzt aussieht. Das gibt doch gleich noch eine Husche da. Könnte sein.
Der nächste Grand Prix ist übrigens Russland, ne? I really know. Und ich kenne diese Strecke noch gar nicht, muss ich sagen. Ich bin da mal zwei Runden gefahren. Und der Abstand zum Auto vor dir beträgt 19,0 Sekunden. Russland besteht aus 90 Grad Winkelkurven mit praktisch so gut wie nirgendwo Auslaufzonen und Mauern am Rand. Ist komplett eingemauert, der Kurs. Könnte also deine Einschätzung, welche Position könnte das bringen? Meine Einschätzung wäre, Monaco ist einfacher, weil Monaco langsamer ist. Oh ja, Monaco kommt ja auch noch. Leute, wir können so froh sein, dass wir jetzt Mark Heiss Einstellungen da drin haben. Es wird sowas von... Also es wird mindestens wird's lustig werden, denke ich mal. Also, vielleicht wird es auch sogar eine richtig gute Fahrt. Ansonsten wird es auf jeden Fall immerhin wird es lustig werden. Was haben die gerade gesagt? Soll Regen aufkommen? Mir haben sie nichts gesagt. Ja, die bei dir, die sagen, der ist eh so weit hinten. Da brauchen wir jetzt keinen Boxstopp mehr machen. Der macht fertig normalen Reifen sein. Nein. Aber wann bist du eigentlich, wo bist du jetzt gerade? Ach, ich sehe, du bist ja gar nicht mehr so weit weg, jetzt sehe ich dich schon. Jetzt bald. 21, ich habe die 20 vor mir. Aber ich werde dich nicht überrunden, weil ich jetzt gleich in die Box gehen werde. In guten das Vortrag, heißt, du weißt, dass ich dann nicht mit den drei Stoppstrategien auskommen werde. Ja, also laut Plan soll ich mit den Reifen jetzt zu Ende fahren. Ich bin auf den weißen. Ja, ich bin jetzt bei 70%. Sollte ich eventuell noch eine Runde fahren damit? Ja, 71%. Überlasse ich dir. Scheiße, der BRS verpennt gerade. Also eigentlich würde ich noch gerne. Aber 72% ist auch schon ein bisschen bitter, ne? Ah, was soll ich denn machen, ey? Scheiße. Ich fahre in die Box, egal. Ja, tu das. Was kriegst du für Reifen jetzt? Weißt du? Nee, ich habe ja die weißen gehabt. Ach, du hast die weißen gelbe. Schon... Ja, mit gelben... Das könnte eine Punktlandung werden. Gelben? Aber das glaube ich nicht. So 9 Runden, das könnte hinhauen. Ich glaube, ich werde mich da ganz schön verkalkulieren. Oh, da kriegt übrigens einer, glaube ich, eine neue Front. Ey, Grosjean ist Erster, was ist mit ihm los? Grosjean, was fährt denn der für eine Strategie? Null Stopp. Wenn Grosjean hier, wenn Grosjean hier irgendwie aufs Podium kommt, dann stimmt irgendwas nicht in dem Rennen. Aber ich habe Raikön hinter mir gelassen, das finde ich schon mal sehr gut. Und Raikön ist jetzt schon mal Alter, der ist schon... der ist 26 Sekunden hinter mir. Lieber Bottas, ich krieg dich. So, jetzt am Ende dieser Gerade bist du dran. Okay, ich habe mir den Bottas geholt. Jetzt bist du 20. Na los, komm, da geht doch noch was.
Komm, zieh durch. 10 Plätze brauchst du noch. Hä? Wieso 10 Sekunden jetzt? Das kann doch nicht sein. Ich hatte vorher doch eine ganz andere Zeit. Raikön war 29 Sekunden hinter mir. Jetzt ist er 10 Sekunden, das kann ja auch keiner nicht hin, das kann er nicht hinhauen. Der nächste vor mir ist Massa. Der ist ein bisschen weg. Oder galt die Zeit noch mit dem Boxenstopp? Ich glaube, das war noch mit dem Boxenstopp die Zeit. Also noch vor dem Boxenstopp. Jetzt greift Bottas nicht an. Zieht easiest as fuck an mir vorbei. LOL. Meine weißen Reifen, mit denen ich zu Ende fahren soll, sind bei 50%. Das dürfte, könnte aber vielleicht noch hinhauen, aber das wird schon recht eng, du bist in der 20. Runde, ne? Das... Oder was? Nee. Das ist 21. Runde, bin ich. Ach so, okay. Wo bist du jetzt in der 21. Runde? Am Anfang auch eine neue Bestzeit. Keine Ahnung. 1:41,6. Jedenfalls hat mich der Bottas gerade wieder zurück vernascht, aber willenlos. Ja, ich frag mich, was du da machst. Ich hab keine Ahnung. Normalerweise müsste man hier einfach stehen lassen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass du wirst nicht, je länger die Strecke ist, besser, weil die Strecke mehr beherrscht und du wirst schlechter dann. Ich kann ja sagen, dass am Anfang des Rennens bin ich mit den Jungs mitgefahren. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ich kriege jetzt gerade noch nicht mal DRS. Dabei sind die Streckenverhältnisse derzeit immer noch vollkommen super, ne? Über die Streckenverhältnisse beschwere ich mich auch nicht. Nee, aber da kann man eigentlich noch mit viel mitmachen, so mit den Verhältnissen hier. 3,1 Sekunden. So, jetzt komme ich so langsam in die Rundenzeiten, wo ich rein will. Ich war gerade ein bisschen neben der Strecke. Und ich glaube, das hat mich ordentlich Reifen gekostet. Ja, warum fährst du denn neben der Strecke? Weil ich aus der Kurve rausgetragen wurde. Ich kann die Mainzelmännchen dann raustragen. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin in diesem Rennen noch nicht ein einziges Mal von der Strecke gekommen, glaube ich sogar. Das ist gut. Also, aber bei der Qualifikation will ich nicht wissen, wie oft ich da raus war. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Da hat es ja auch geregnet, aber ganz schön, ne? Nee, Quatsch, nicht bei der Qualifikation, beim Training. So, das meine ich. Aber ich finde, man merkt den Grip bei den weißen Reifen auch noch immens, dass der relativ schwach ist. Änderung bestätigen. Oh, gerade wollte ich fast sagen, ich wäre das erste Mal von der Strecke abgekommen, fast. Ich mache jetzt noch einen vierten Boxenstopp. Also wenn du nicht musst, würde ich ihn nicht machen.
Das wird sich nicht ausgehen. Ich bin bei 72%. Ja, nee, ich gut. Nicht mit zu Ende fahren. Außerdem möchte ich noch zeigen, dass ich die scheiß Boxeneinfahrt fahren kann. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Also Raikön fährt das gesamte Rennen mit weißen Reifen, ne? Übrigens. Ja, dann haben die da irgendwie das mit den Reifensätzen geändert. Ich muss natürlich jetzt ordentlich gut machen, weil es sehr, sehr gut möglich sein kann, dass ich nochmal eine Box muss. Beziehungsweise es ist eigentlich Fakt, dass ich nochmal eine Box muss. Würde ich fast sagen. 45-47% Reifen, das wird, glaube ich, eng werden. Sonst habe ich in der letzten Runde noch einen Reifenplatzer. Ja, Bottas setzt sich jetzt krass von mir ab. Ja, der Ding ist gelaufen. Guck mal, wie ich da reinfahren kann. Oh ja, alles klar. Teamkollege ist in der Boxengasse, da war ich ja gleich. Denk mal, jetzt werde ich dich hier überrunden, innerhalb der Boxengasse. Ja. Hab dich nämlich schon gesehen hinter mir. Echt? Ja, also das kann, eine Kurve hinter mir auf der Minimap. Ja, jetzt ziehst du an mir vorbei. Ja. Ahoi. Grüß dich. Ich muss ein paar Punkte holen. Oh, das war ich. Oh, das war nicht gut. Nein, ich bin tatsächlich von der Strecke abgekommen, Mario. Schön auf dem Rasen gefahren. Das merkt man jetzt auch an den Reifen gerade. Ah, da kommst du auch gleich, ne? Bin eine Kurve hinter dir, ja. Das komm, ich fahr im Windschatten, da kommst du noch mal hinterher. Ja. Wo soll ich hinkommen? Wo soll ich ankommen? Jetzt, 58% Reifen. Aber jetzt, wo ich wieder auf den gelben bin, komme ich wieder gefühlt deutlich am besten mit der Strecke klar. Tja, das ist jetzt so eine spannende Sache. Es wird ein ultra spannendes Finale werden, weil ich 61% habe und nochmal in die Box muss. Du bist auf 1, ne? Ja. Wie weit ist der 17. Abstand zum Auto vor uns beträgt 17. 21. Ja, das wird sau spannend. Ja, der kommt auf jeden Fall vor dich, wenn er nicht auch nochmal stoppen muss. Erkundige dich doch mal nach ihm. Ja, 17. Erkundige dich doch mal nach ihm. Warte, ich kann jetzt gerade erst nicht. Und vor allen Dingen, du lässt auch nicht locker. Inwiefern? Ja, du bist immer noch relativ nah bei mir. Ich dürfte sogar aufholen, ich bin auf 9 Weichen. %68. Soll ich jetzt rein in die Box oder nicht? Hast du noch einen Satz gelbe übrig? Rote. Ja, es sind noch 3 Runden. Ja, mit 70% bringt mir das nichts, ne? Ja, also, nee, also weil mit den 3 Runden, da reichen auf jeden Fall rote. Das meinte ja, ich. Ja, dann fahr rein. Welche Taste muss ich ja nochmal drücken, Boxenstopp? Wie war das nochmal? L1. Ach so, nee, Quatsch. Boxenstopp fängt das eh schon offen.
Dann gehen wir rein. Los jetzt, beeil dich bitte. Das wird nichts, das wird gar nichts. Bleib da stehen in der Mitte und wenn er fährt, lass ihn rauffahren. Gerade meine neue persönlich schnellste Runde gefahren mit einer 1,42,5. Und da kommt da. Fahr. Und da kommt Raikönen. Das wird eng, das wird richtig eng. Alter, Raikönen ist an mir vorbei. Aber ich habe rote. Wollen wir Teamstrategie machen? Du willst ihn weghauen? Nee, aber... Ihn ausbremsen oder was? Ausbremsen. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar gefährlicher wird noch für uns. Aber ja, wir holen erstmal auf, ne? Wir probieren es. Ja gut, ich meine, ich kann nicht stehen bleiben. Boah, das wird eng. Ich bin jetzt 2 Kurven vor, aber... 27. Jetzt muss ich mich aber richtig sputen. Okay, er ist nur knapp vor mir, ne? Also den kriege ich. Der ist auf weißen Reifen, also das sollte kein Problem werden. Ja, wenn du jetzt rote hast. Ja. Aber ich muss ihn halt überholen können, ne? Aber ich weiß schon, wo ich das mache. Ja, jetzt schon. Ich sehe es schon da unten auf der Minimap, dass du ihm im Getriebe hängst. Ja, ich mach's noch nicht. Das wird sonst zu eng. Ich will ja hier das Rennen beenden. Ich werde ihn ganz elegant mit DRS überholen. Hier jetzt auf der nächsten Gerade. Ja. Ah, das ist ein Arschloch. Der lässt sich nicht abfimmeln gerade. So, jetzt gönne ich ihn mir. So, DRS und Start. So, Kimi, dann mach dich mal vom Acker hier. Oh, das war... Oh, okay, gut. Gut. Wäre jetzt schön, wenn er noch in der letzten Runde noch in die Box kommt, ey. Das wäre so heftig. Das glaube ich nicht. Nee, ist auch leider nicht so. Jetzt macht er DRS an. Nee, macht er nicht. So, letzte Runde und er ist ja dermaßen nah vor mir. Du bist doch schon vor ihm. Hinter mir, so meine ich. Aber irgendwie die mit den Reifen kommen ja nicht so gut klar, muss ich sagen. Sind jetzt, du hast jetzt Qualifying-Bedingungen. Wenig Sprit, rote Reifen. Mhm. Du müsstest es eigentlich in 1,40 schaffen. Eigentlich, ey, komm, mach mal nicht so viel Druck hier, ja? Wie gesagt, zur Not haust du den weg, ne? Wenn wir herkommen. Kannst du doch aufs Benzingemisch auch noch fett stellen, hab ich auch gerade mal gemacht. Das wird der auch haben. Aber scheinbar hast du dich jetzt scheinbar abgesetzt ein bisschen, okay, oder? Der Abstand zum Vordermann wird naja, minimal, sagen wir es mal so. Im DRS, ich muss ja zusehen, dass er nicht im DRS-Bereich liegt, ne? Aber das scheint da nicht zu liegen. Ganze Rennen übersetzt mir die Karre auf. Bei dir auch? Ich sehe das gar nicht. Das hörst also du. Die Funken sehe ich nicht. Das hörst du, da kommt so ein Tsch, Tsch, Tsch. Nee. So, jetzt. Das ist ein richtiges Störgeräusch wie von dem Mikrofon, das nicht richtig angeschlossen ist. Oh, letzte Runde. Jo, karierte Flagge und durch. Gewonnen! Und nochmal eine schnellste Runde, oder was? Weiß ich nicht. So, Kimi Räikkönen ist Zweiter. 3 Sekunden hinter mir, alter Falter. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ich sag dir, ohne den Unfall hätte ich um das Treppchen mitfahren können. Ich hatte den Räikkönen ja auch schon hinter mir gelassen. Das war ja in Australien nichts anderes. Aber ich möchte auch noch mal so ein klein bisschen erwähnen, da ich zum ersten Mal quasi hier Formel 1 fahre. Ich mein Bestes gebe. So.
Die letzte Mal, die lange Gerade. Schön letzter. 1,32, ey. Vom führenden Mann. Dein, du überrundest mich hier jetzt ja fast auf deine Ehrenrunde da hinter mir, ne? Ey, echt jetzt, ey? Ja, ich sehe dich auf dem... Ich bin auch noch ein bisschen weit weg, also... Ja, gut. Da bin ich jetzt auch durch. So, 4 Stops gefahren. Du auch 4 Stops, wenn du jetzt 3 oder sowas... Oh, du hast plus 10 Sekunden auch noch bekommen. Für was denn? Was? Ich? Was? 10 Sekunden? Ja. Und wieder einmal wurde mir das nicht angezeigt. Tatsächlich. Einmal plus 10. Ja, also Team Racing, Maynard Racing MRT ist erster und letzter geworden. Also, naja, also, Und vor allen Dingen, guck dir mal den dritten Platz an. Romain Grosjean für Haas. Dritter. Unglaublich, oder? Das ist auch mal eine Sensation. Zwei Stops? Der ist das ganz solide gefahren, der Junge. Also ganz solide, wirklich. Auch Alonso Vierter. Auch der Alonso hat es auch 4 nach vorne geschafft. Und guck mal, Hamilton richtig abgeschlagen. 9. nur. Rosberg 7. Vettel 8. Das war kein Favoritenrennen. Hamilton 9. Ja, ab Rosberg haben sie 3 Stops. Okay. Gucken wir uns mal die Rennleitung nochmal an. Ich muss jetzt auch nochmal schauen, für was ich hier die Strafe bekommen habe. 4 Sekunden Streckenbegrenzung überschritten. In der 14. Runde. Okay, 10 Sekunden. Zweimal Streckenbegrenzung in einer Kollision. Jetzt bleibt dabei, Leute. Mal kein Schmal. Der Bad Boy der Formel 1. Der Massa hat eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Unerlaubtes Blockieren. Ja. Wow. Ich weiß halt nicht für wen. Also, Stop-and-Go ist so die härteste Strafe, die sie, glaube ich, immer noch so drauf haben, oder? War ja früher die Standardstrafe. Ja, teilweise, ne? Gut. Ich frage mich, wo du die Streckenbegrenzung überschritten hast. Das frage ich mich auch. Vielleicht bist du irgendwie, vielleicht war das der Ausflug in die Boxengasse oder so. Ja, könnte sein, dass ich für meinen Unfall in der 14. Runde, weiß nicht, ob es die 14. Runde war, aber ich blende jetzt mal noch die Tabelle ein. Wollte mal wahrscheinlich mal sagen. Vielleicht, weil du zweimal die Streckenbegrenzung überschritten hast. Ja, dann, aber normalerweise gibt es dann da erstmal so 2-3 Verwarnungen und dann gibt es mal eine 3-Sekunden-Strafe, dann eine 5-Sekunden-Strafe. 10 Sekunden ist auf jeden Fall schon recht heftig. Also direkt, so. Direkt auf Anhieb, so 10, eine Verwarnung und dann... Das muss dann wohl was Deutliches gewesen sein. Das muss was Deutliches gewesen sein. Du hast eine Kollision in der ersten Runde mit Ricciardo gemacht? Ich weiß gar nicht, was du da gemacht hast. Keine, ja... Ich fühle mich ja generell unschuldig. Also Leute, gut, dann, ne? Tabelle blenden wir ein und sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? In Russland! Bis dahin! Ciao! Ciao.